Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Mass Effect 2 weiter. Beim letzten Mal haben wir die Mission auf Freedom's Progress abgeschlossen, festgestellt, dass böse Mächte die Menschheit bedrohen und nur ein Mann dagegen etwas unternehmen kann, nämlich Commander Hering Shepard. So. Also nur ein Mann ist aber jetzt auch nicht so hundertprozentig richtig, denn wir brauchen natürlich trotzdem noch unsere Crew, damit das Ganze auch gut geht. Und ja, die Normandy haben wir jetzt wiederbekommen in einem schicken neuen Design und alles irgendwie ganz toll und fluffig. Und wo wir jetzt schon mal hier sind, können wir uns eigentlich auch mal ein bisschen umgucken. Und aber vorher nochmal, glaube ich, Punkte verteilen. Also einen Punkt. Nein, Punkte. Mehrere Punkte. Wir können ganz viele Punkte verteilen, zum Beispiel auf hier so. Kampfmeisterschaft, yay, haben wir dann fast bald fertig und das ist gut, das ist toll, das läuft. So, wir haben ganz viele Missionen bekommen, ach ja, jede Menge Dossiers, oh stimmt, jede Menge Leute, die wir neu in unsere Truppe mit hinzuholen sollen und so weiter und so fort. Projekt Feuergänger, Rosalie verschollen, Abschussstelle der Normandy, ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon DLCs sind oder nicht oder was auch immer. Egal, ist jetzt alles noch nicht so interessant. Wir gucken uns erstmal auf dem Schiff um. So. Und stellen fest, dass das Ganze relativ identisch aussieht zur alten Normandy. Steuerung. Untersuchen. Codex aktualisiert. Computer Hubsablöse Interface. Okay, alles klar. Bubidubidub. Dann könnten wir hier irgendwo anscheinend auch mit Edie reden. Der künstlichen Intelligenz dieses Schiffes. Wir können die Flugsteuerung untersuchen und... Ausrichtung 35,12, Neigung 64,18, Gierung 10,28. Machst du ganz toll, Joker. Machst du ganz toll. Okay, ja, Joker lenkt und Edie pflichtet ihm bei, so oder so ähnlich. Hallo, Joker. Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze... Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandy, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Es ist nicht dasselbe, Joker. Nichts hier war je ein Teil der echten Normandy. Aber wir sind es. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Die letzten zwei Jahre waren furchtbar. Sie werden sehen. Uns überwacht zwar eine VI, aber die würden nie so viel investieren, um uns dann übers Ohr zu hauen. Es wird bestimmt sogar besser als früher. Hoffentlich. Ich bin immerhin gestorben. Mann, sie können einen aber echt runterziehen. Ja, zugegebenermaßen, es kann nur besser werden. Ja, das ist in der Tat richtig. Ja, Shepard? Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Was ist Ihre Aufgabe an Bord des Schiffes? Ich bediene die Elektronik und die Cyberkrieganlagen des Schiffs im Kampf. Meine Reaktionszeit ist erheblich kürzer als die jedes organischen Wesens. Ich sammle die Berichte der Überwachungsanlage an Bord des Schiffs für den Unbekannten. Ich erfülle weitere Funktionen, die derzeit noch der Geheimhaltung unterliegen. Zugriffsbeschränkte Funktionen, zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Ein Teil meiner Datenbanken ist versiegelt und ein Teil meiner Hardware ist offline. Ich vermute, dass ich nach Eintreten bestimmter noch unbekannter Umstände Zugriff auf diese Funktionen erhalte. Cyberkrieg meint sowas wie Viren, oder? Im unmittelbaren Kampf Schiff gegen Schiff kann ich manchmal die Firewalls des feindlichen internen drahtlosen Netzwerks außer Gefecht setzen. Sobald ich die Kontrolle über das System habe, kann ich Schwerkraft oder Luft abschalten. Ich kann Waffenlenksysteme oder Schilde deaktivieren. Oder ich kann in ihrer Reaktoranlage eine Kernschmelze auslösen. Und zur Verteidigung bediene ich die Störer, Tarnvorrichtungen und internen Firewalls der Normandy. Unterm Strich also irgendwie ziemlich nützlich, wenn richtig eingesetzt. Das klingt überaus hilfreich. Warum gibt es so jemanden nicht auf jedem Kriegsschiff? Organisches Personal kann nicht schnell genug auf Veränderungen der Lage reagieren und ist auch nicht zu dem nötigen Multitasking fähig. Diese Funktion kann nur eine künstliche Intelligenz erfüllen. Unglücklicherweise misstraut man uns. Könnte was damit zu tun haben, dass eine VI beinahe die gesamte Zivilisation der Galaxie vernichtet hätte? Nur so ein Gedanke. Nur so ein Gedanke, Alter. Total abwegig. Der Unbekannte hat eine Überwachungsanlage an Bord?
Er hat einen Großteil der Ressourcen von Cerberus in die Planung und den Bau dieses Schiffes investiert. Er hat ein Interesse daran, ständig über unsere Fortschritte informiert zu sein. Ja, auf eine gewisse Art und Weise ist es ja nachvollziehbar, aber auf eine gewisse andere Art und Weise fühlt man sich da natürlich wie bei Big Brother. Jeder unserer Schritte wird, naja, sehr kritisch begutachtet, vermutlich. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Das war zwar eigentlich bei der anderen Normandie nicht viel anders, aber da konnten wir immer sagen, ich bin Spectre, ich mach was ich will. Das ist hier halt so ein bisschen anders, weil wenn wir irgendwas tun, was dem Unbekannten nicht gefällt, dann kann er uns prinzipiell ganz schnell das Schiff unterm Arsch wegziehen. Also irgendwie schon, weil es ist ja sein Schiff und so weiter und so fort. Ich möchte mehr über die Leute erfahren, mit denen ich zusammenarbeite. Ein Großteil dieser Daten ist geheim. Haben Sie eine spezifische Frage? Wie konnte Cerberus das modernste Kriegsschiff der Allianzflotte nachbauen, ohne dass jemand davon erfahren hat? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Herrlich. Wie meinen Sie das? Ich werde zwar weniger kontrolliert als andere VIs, unterliege aber trotzdem Verhaltensblockaden und der physischen Isolierung meiner Hardware. In diesem Fall unterbinden die Geheimhaltungsstufen von Cerberus meine ordnungsgemäße Beantwortung Ihrer Frage. Also im Endeffekt vielleicht eine Frage, die auch niemals geklärt wird oder so. Das haben sich die Entwickler einfach mal offen gelassen. Was für Ressourcen stehen Cerberus zur Verfügung? Geld, Personal, Anlagen? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Herrlich. Wie ist Cerberus organisiert? Abgesehen vom Unbekannten scheint es keine richtige Befehlskette zu geben. Cerberus ist in aufgabenorientierte Zellen organisiert. Jeder operiert völlig isoliert. Mitglieder einer Zelle können niemanden aus einer anderen Zelle identifizieren. Die Mitglieder jeder Zelle werden von einem einzigen Agenten befehligt. Wir sind die Lazarus-Zelle und unterstehen Agentin Lawson. Wie viele Operationen betreibt Cerberus zurzeit? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Tja. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Ja, Idi, dann sag mal... Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist die Brücke, wo der Navigator unsere ULG-Vektoren berechnet und der Steuermann das Schiff manövriert. Ich sitze übrigens direkt hier. Vielen Dank. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Ach, ja. Commander. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit aus der Normandie, alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Ich bin auch nicht begeistert, aber wir müssen uns damit abfinden. Bis ich einen Lötkolben finde. Dann muss ich nur noch ein paar Drähte neu anschließen, um dem Ding mal richtig weh zu tun. Keine Sabotage, verstanden? Ja, ja, schon klar. Das Spielzeug vom Boss ist tabu. Immerhin hat er das Geld hier rein investiert, ne? Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Nun, die Normandie ist lange nicht so bereit, wie sie sein sollte. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Jacob ist für einen, der so viele Methoden kennt, jemanden umzubringen, eigentlich viel zu nett. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Alles klar. Denken Sie manchmal an die alte Normandie und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja, heute nennen wir das die gute alte Zeit. Aber ganz ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich habe gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon. Presley nicht. Die Wege der anderen haben sich irgendwie getrennt. Der Allianz war das gleichgültig. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Wir waren ihr Team-Commander. Nach der Zerstörung der Normandie und ohne sie hat uns nicht mehr viel zusammengehalten. Ich war das Bindeglied zwischen allen. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Wir waren so wichtig. Na gut, okay. Jetzt sind wir ja wieder da und alles kann wieder so werden wie früher. Ja, ja, ja. Alles wird wieder so früher. Wie früher. Alles. Ja, ja. Ist alles schön und toll und überhaupt und sowieso.
So, kann ich hier mit irgendjemandem reden? Da werden irgendwelche Namen immer eingeblendet und so weiter, aber irgendwie kann ich hier nichts untersuchen. Doch, hier. Yeoman Chambers? Ich bin Yeoman Kelly Chambers und wurde Ihnen als Administrationsassistentin zugeteilt. Ich verwalte Ihre Nachrichten und helfe Ihnen bei der Beobachtung der Crew. Ich muss sagen, es ist wirklich eine Ehre für Sie zu arbeiten, Commander Shepard. Also im Endeffekt bist du meine Tippse, ja? Cool, ich habe meine eigene Sekretärin. Yay! Ich bin froh, dass Sie Teil des Teams sind, Miss Chambers. Nennen Sie mich bitte Kelly. Okay, Kelly. Noch etwas? Oh Gott, okay. War das jetzt schon ein bisschen zu viel? Na ja, gut, okay. Ja, bla, keine Ahnung. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Noch etwas, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Okay, ja. Wofür sind Sie zuständig? Ich informiere Sie über alle Ihre Nachrichten oder Termine. Wenn jemand aus der Crew etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen hat, sorge ich dafür, dass Sie es erfahren. Okay. Wofür sind Sie zuständig? Ich informiere ja, Sie gut, über nein, alle Ihre... Das, Wenn jemand aus der Crew etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen hat, sorge Wie ich dafür... Wie fühlen Sie sich dabei, dass man Sie der Normandy zugewiesen hat? Ich wurde vom Unbekannten persönlich ausgewählt, um an der Bekämpfung der größten Bedrohung teilzunehmen, der die Menschheit je ausgesetzt war. Wie soll man sich da fühlen? Geehrt? Berauscht? Verängstigt? Aber hauptsächlich fühle ich mich ermutigt. Unter Ihrem Befehl können wir gar nicht scheitern. Keine Sorge, wir werden die Kollektoren besiegen. Ich vertraue Ihnen völlig. Als ich Sie zum ersten Mal sah, wusste ich, dass ich meine Augen schließen und mich fallen lassen könnte. Sie würden mich auffangen. Ich würde Sie umarmen. Okay, jetzt wird's wirklich zu viel. Ja. Ihr Vertrauen ist am richtigen Platz, Kelly. Das war mir klar. Danke, Shepard. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Diese Organisation hat einen ziemlich schlechten Ruf. Haben Sie Bedenken, für sie zu arbeiten? Überhaupt nicht. Unsere Methoden sind manchmal rau, aber Cerberus hat hehre Ziele. Wir vertreten die Interessen der Menschen, entwickeln ihre Technologien weiter, retten Menschenleben. Das sind gute Ziele. Das klingt so, als hätte Cerberus vor, alle Aliens zu beherrschen und die Menschheit an deren Spitze zu setzen. Cerberus kümmert sich um die Menschheit, aber das bedeutet nicht, dass wir Aliens hassen. Meine Schwester führt ein Hundeasyl, mag aber trotzdem auch Katzen. Ich liebe die Menschen. Aber ich liebe auch Asari, Quarianer, Turianer, Salarianer, Hanna. Das ist kein Widerspruch zu den Idealen von Cerberus. Heieiei. Das ist eine sehr positive Einstellung. Was soll ich sagen? Ich bin nun mal sehr sozial. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Den Vergleich von Hund und Katz zwischen, also Hund und Katz und Mensch und Alien finde ich trotzdem ein bisschen fragwürdig, aber okay. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Mohohoho, ja, gut, okay. Miss Chambers! Ja, konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Hust, hust. So, okay. Shepards privates Terminal. Teamstatus. Den Status Ihres Teams überprüfen. Das können wir doch tatsächlich einfach mal machen. Und da stellen wir nämlich fest, dass wir später mal ein paar Teammitglieder haben werden, wie ihr hier seht. Zu Beginn haben wir aber erstmal nur Miranda und Jacob. Und ja, Miranda, Loyalität, normal, Fähigkeiten, Blub, Waffen, Maschinenpistolen und so weiter und so fort. Jacob und so weiter und so fort. Wir können Miranda sogar ein anderes Outfit geben, wenn wir denn lustig wären und so, aber irgendwie steht ihr das Weiße schon ein bisschen oder geht so, weiß ich nicht. Ich weiß, dass ganz viele Leute, die Mass Effect 2 spielen, auf Miranda auf eine gewisse Art und Weise stehen und auch dafür sorgen, dass ihr Commander Shepard mit Miranda eine Liebesbeziehung eingehen und so weiter und so fort. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass Miranda mich von Anfang an nicht so geflasht hat, oder beziehungsweise sie ist genauso der, ja, nee, der Typ Frau, der Arbeit macht. Das ist ein bisschen anstrengend auf Dauer, aber okay, gut. So, wir Upgrades verbessern, blub, ungelesene Nachrichten, das könnte gut sein. Was, wie viele Nachrichten haben wir hier, das ist doch der Wahnsinn.
So, Nachricht von Anderson. Von Admiral Anderson. Nur für den Fall, dass die Gerüchte wahr sind und sie tatsächlich noch leben, müssen sie auf die Citadel kommen. Ich muss mit ihnen reden. In den letzten beiden Jahren ist viel passiert. Sie haben uns die Kontrolle verschafft und das ist nur fair, dass man ihnen gestattet, sich selbst zu all dem zu äußern, was man so hört. Okay. Ja, können wir aber Zeit mal machen. So, vom Unbekannten. Shepard, wir haben eine Übereinkunft mit dem erfahrenen Söldner Said Massani getroffen. Sie haben sicher schon von ihm gehört. Nö. Said war in einigen der bekanntesten und an einigen völlig unbekannten Militäroperationen in den Terminus-Systemen beteiligt und ist als rücksichts- und skrupelloser Kopfgeldjäger gefürchtet. Ich dachte, Sie könnten jemanden mit seinen Fähigkeiten bei Ihrer Mission gebrauchen und habe daher veranlasst, dass er sich Ihnen anschließt. Sie finden ihn auf Omega, wo er gerade seinen aktuellen Auftrag abschließt. Und keine Sorge wegen seinem Sold. Darum habe ich mich persönlich gekümmert. Okay, also ein Kopfgeldjäger, der sich unserer Gruppe wohl anschließen wird. Klingt interessant. So, von Projekt Feuergänger. Commander, die MSV Rosalie, ein Forschungsschiff mit Verbindungen zu Cerberus, ist verschollen. Ihr Team sollte den Prototypen eines neuen Fahrzeugs zur Planetenerkundung namens Hammer testen. Außerdem sind die Wissenschaftler Dr. Manuel Case und Dr. Robert Olloy an Bord der MSV Rosalie mit Forschungsprojekten für uns befasst. Sie müssen das Schiff, das Testteam und die Wissenschaftler finden. Die MSV Rosalie wurde zuletzt in der Nähe des Planeten Siona gesehen. Okay, kümmern wir uns irgendwann bei Zeit mal drum. Von Admiral Hackett, Commander Shepard. Unsere Scans im Armada-System haben etwas hervorgebracht, das Sie sehen sollten. Die letzte Position des Wracks der SSV Normandy. Ups, Salat, da habe ich doch jetzt gerade... Da habe ich doch jetzt irgendwie was übersprungen. Moment. Normandy. Wir dachten, diese Nachricht könnte vielleicht wichtig für Sie sein, aber wir verbinden damit auch ein höheres Ziel. Die Allianz würde die Normandy gerne mit einem Denkmal ehren, das an der Stelle der letzten Ruhestätte des Schiffes errichtet werden soll. Wir möchten Sie einladen, das Denkmal zu errichten und zuerst Ihren Fuß dorthin zu setzen. Im Zuge des Angriffs der Kollektoren auf die Normandy werden noch immer 20 Crewmitglieder vermisst. Wenn Sie irgendetwas von diesen Vermissten finden, würden wir Sie bitten, der Allianz davon zu berichten, damit die Familien dieser Helden darin etwas Trost finden können. Gute Reise, Commander. 20 Leute sind also damals gestorben. Okay. Absturzstelle Normandy. Gucken wir uns bei Zeiten natürlich auch an. So, Cerberus Sturmpanzerung. Shepard, unsere Panzerungstechniker haben gehört, dass Sie wieder im Einsatz sind und bestehen darauf, dass Sie über eine angemessene Ausrüstung verfügen. Sie haben ein Paket zusammengestellt, das ich zur Normandy habe liefern lassen. Sie finden es in Ihrem privaten Quartier. Zum Glück kennen wir ja Ihre Größe. Ja, in der Tat. Inferno-Panzerung... Miranda hat empfohlen, dass wir ihnen unsere Inferno-Panzerung schicken. Unsere Truppführer im Randsektor sind damit sehr zufrieden und deshalb schicke ich ihnen jetzt auch so einen Anzug. Er müsste bereits an Bord der Normandy sein. Sie können ja mal... Okay. Präzisionsgewehr. Miranda hat sich die automatischen Telemetrieaufzeichnungen ihrer Waffen angesehen, vor allem die Zahl der tödlichen Treffer. Eifrig wie sie ist, hat sie eine Verstärkung ihrer Feuerkraft beantragt. Die Techs halten etwas für große Distanzen für sinnvoll, das Schilde durchdringen kann. Darum erhalten sie nun... Und so weiter und so fort... Wir bekommen hier so einige Bonuswaffen. Dachte ich, sie könnten die Waffe in der... Sie heißt Bogenprojektor. Ach du Scheiße. Okay. Ich lese trotzdem alles vor, ist mir jetzt egal. So, Shepard. Overlord. Soeben ist der Kontakt zu einer unserer Zellen ohne Erklärung abgebrochen. Das Projekt Overlord hat mit hochgradig instabilen Technologien experimentiert und Sie müssen das für mich untersuchen. Die dortige Arbeit ist soweit in einzelnen Abteilungen aufgegliedert, dass ich über diesen Kanal keine weiteren Einzelheiten mitteilen kann. Sie finden die Anlage auf dem Planeten 8. Typhon System. Im Phoenixhaufen Cluster. Bitte behandeln Sie die Angelegenheit diskret. Mhm. Bogenprojektor. Shepard, es gab kürzlich einen Gate-Vorfall bei einem unserer Außenposten im skillianischen Randsektor. Keine Sorge, ich schicke sie nicht los, um irgendetwas zur Strecke zu bringen. Unsere Agenten haben einen überaus erfolgreichen Kampf gegen einen Spähtrupp der Gate geführt und sagen, Grund für den Sieg sei ein brandneues elektrisches Angriffsgerät gewesen, das erst kürzlich erstmals unser Labor verlassen hat. Da die Einheit nun erstmal Fronturlaub macht, dachte ich, sie könnten die Waffe in der Zwischenzeit in Verwahrung nehmen. Sie ist Bogenprojektor. Ich habe sie zur Waffenkammer der Normandy schicken lassen. Sie können sie testen und auch einsetzen, wenn sie ihnen gefällt. Zahlreiche Tests haben ergeben, dass sie kinetische Barrieren und synthetische Gegner besonders gut überlastet, aber das Labor ist mit einem tatsächlichen Einsatz natürlich überhaupt nicht zu vergleichen. Wir sind sicher, dass die Waffe funktioniert. Und jetzt wollen wir sehen, was sie in richtigen Händen anrichten kann. Wenn alles gut geht, werden wir gemäß ihrer Taktik auch weitere Agenten schulen. Okay.
Treffen mit Kasumi Goto. Shepard, wir haben unter großen Kosten und Mühen die Meisterdiebin Kasumi Goto ausfindig gemacht und sie überredet, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Nur wenige haben je von ihr gehört und noch weniger haben sie persönlich getroffen. Wenn es um Tarnung und Infiltration geht, ist sie unerreicht und ihre Fähigkeiten werden sich bei ihrer Mission als unbezahlbar erweisen. Begeben Sie sich im Zakera-Bezirk auf das Citadel. Sie finden dort ein besonderes Werbeterminal, das sich von anderen unterscheidet. Geben Sie dort das Passwort Schweigen ist Gold ein, um das Treffen einzuleiten. Eine Meisterdiebin, die sich unserem Team anschließt? Auch nicht schlecht. So, schweres Gewehr Mattock. Shepard, Miranda hat zusammen mit Edie die Telemetriedaten der Schlachten analysiert. Dabei hatte Edie einen interessanten Gedanken. Sie hat gemeint, wir würden in dem Bestreben, ihnen die modernste Technik zukommen zu lassen, ältere und bewährte Technologien gänzlich vernachlässigen. Ich würde diesen Ansatz normalerweise gar keine Beachtung schenken, aber wenn eine KI die Vorliebe für Hightech kritisiert, sollte man doch einmal darüber nachdenken. Aus diesem Grund habe ich einige schwere Gewehre vom Typ Mattock an die Normandy liefern lassen. Sie wurden für Thermomagazine modifiziert, aber davon abgesehen handelt es sich um dasselbe alte bewährte Gewehr, das Koloniemilizen seit Jahrzehnten benutzen. Weibmanns Heil! Okay, interessant. Jetzt noch eine Schrotflinte? Eine unserer Zellen hat eine interessante Waffe von den Geth erbeutet. Sie funktioniert so ähnlich wie eine Schrotflinte, ist aber viel technisierter. Es hat etwas mit dem Abfeuern von Superleitern zu tun, die beim Aufprall Plasma erzeugen. Die Munition ist spezialisierter als die unserer Schrotflinten, aber sie ist dennoch nicht schwer herzustellen oder zu modifizieren. Alles klar. Kondensatorhelm. Wenn Sie das hier lesen, haben unsere Techniker bereits einen Kondensatorhelm in ihrem Panzerungsspind hinterlegt. Er verbessert die Wiederaufladungstechnologie ihrer Schilde. Okay, klingt gut. Schwere Pistole Phalanx. Edie hat mich darüber informiert, dass Jacob vor kurzem einige Pistolen vom Typ M5 Phalanx von einigen Freunden erworben hat, die lieber ungenannt bleiben. Ich weiß sein Einfallsreichtum zu schätzen, aber wenn er damit zu mir gekommen wäre, hätte ich die nötigen Arrangements getroffen. Wir haben darüber gesprochen und um ihm zu beweisen, dass das Ganze keinerlei Konsequenzen für ihn hat, habe ich ein paar weitere Phalanx-Pistolen, Ersatzteile für ihre Laserzielfernrohre und Reparaturanleitungen an die Normandy liefern lassen. Wie sie einsetzen, überlasse ich ganz ihnen. Okay. Das Archon-Visier? Oder Visor? Unsere Techniker haben ihrer Crew gerade etwas übergeben. Ein Visor und eine Software mit dem Namen Archon-System. Sie verwaltet die Rechenleistungen von Biotikverstärkern und Universalwerkzeugen. Oder besser, sie ermöglicht es ihnen, die Verwaltung selbst zu übernehmen. Okay. Und da war noch irgendwie die Kestrel-Panzerung. Shepard, unsere Panzerungstechniker haben eine hitzige Debatte über das Kestrel-Panzerungssystem geführt. Der Anzug soll auch für sich allein betrachtet effektiv sein, aber die Techniker sind der Ansicht, dass seine Schildalgorithmen am besten in individuellen Kombinationen mit anderen Panzerungen zum Tragen kommen. Ich habe einen Kestrel-Anzug zur Normandy liefern lassen. Die modulare Programmierung ermöglicht das Mischen der Teile ganz nach Belieben. Okay. So, diese ganzen E-Mails, die wir jetzt bekommen haben, über neue Waffen und so weiter und so fort, das ist natürlich nicht das, was man wirklich zu Beginn von Mass Effect 2 bekommt. Da sind teilweise jetzt Download-Content-Sachen dazwischen, vielleicht auch teilweise Sachen, weil ich das Spiel schon mal durchgespielt habe oder irgendwie so ein Gedöns. Also wundert euch nicht, dass ich jetzt gleich zu Beginn so viel Scheiß zur Auswahl habe. Das ist normalerweise nicht so. Dieser Kopfgeldjäger und die Diebin, die sind beide allerdings DLC-Charaktere. Die würde man im normalen Spielverlauf von Mass Effect 2 nicht treffen, aber ja, weil ich die DLCs eben runtergeladen habe, bekommen wir Sate und Kasumi eben zur Verfügung gestellt, sofern wir die jeweiligen Missionen dann eben machen. Und das werden wir natürlich machen. So viel nur dazu. So, sehen Sie sich die Ausbildungsvideos von Cerberus über fortgeschrittene Kampftaktiken an. Nee, das ist mir jetzt dann doch ein bisschen zu viel. Gut. Unser Tagebuch wird aktualisiert durch ein paar Dinge, die wir jetzt gelesen haben. Wir könnten hier in den Fahrstuhl gehen, wir könnten mit Edie reden. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist das Kampfinformationszentrum. Hier erhält die Crew die Daten der Sensoren und koordiniert die Gefechtsstation und die Maßnahmen bei Beschädigungen. Die Normandy wird zwar von der Brücke aus gesteuert, aber während des Kampfes ist der Befehlsstand des leitenden Offiziers das KIZ. Okay, alles klar. So, gehen wir einfach mal in den Fahrstuhl rein. Wir befinden uns hier, Kampfinformationszentrum, hat es gerade gesagt. Hier hält sich Jacob immer auf. Deck 1, da finden wir unser Quartier. Deck 3, das Mannschaftsquartier. Dort hält sich momentan Miranda auf. Und Deck 4 ist das Maschinendeck. Dort treibt sich momentan kein Teammitglied herum. Aber das muss nicht so bleiben, sagen wir es mal so. Wir gehen mal kurz in unser Quartier. Und dann merke ich auch schon wieder, dass die Folge schon wieder extrem lang wird.
Wir haben eigentlich fast gar nichts gesehen. Na gut, wir hatten einen netten Plausch mit Joker und unserer Sekretärin, aber ansonsten, na gut. So. Quartier des Captains. Hier wohnen wir. Ich fühle mich toll. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist das Quartier des kommandierenden Offiziers. Es ist größer als die Quartiere anderer Kriegsschiffe, auf denen ich Dienst getan habe. Das ist ein Schiff von Cerberus, kein Allianzkriegsschiff. Die Unterbringung folgt persönlichen Vorlieben. Der Raum liegt direkt unter der äußeren Druckhülle. Die Werftarbeiter nannten ihn das Loft. Yay! Und hier wohnen wir absolut super toll und so. Wir haben unser eigenes Aquarium. Ich glaube, wir können sogar Fische kaufen irgendwann oder so. Oder irgendwie sowas derart. Man konnte sich später jedenfalls irgendwie Dinge kaufen, um sich das Ganze hier ein bisschen netter zu gestalten. Ist irgendwie ganz witzig. So, hier haben wir auch Zugriff auf unseren privaten Terminal. Natürlich. Ehrenmedaille, Erfolge ansehen. Retten Sie... Achso, ja. Gut, das sind einfach nur die Achievements, die man erreichen kann. Hier auf der Xbox 360... So, hier können wir unsere Ausrüstung modifizieren. Unsere Panzerung oder was auch immer. So, Cerberus Sturmpanzerung, Inferno Panzerung. Achso, das waren Sachen, die wir teilweise natürlich auch schon auswählen konnten. Kondensatorhelm, Archon-Visor. Ja, aber wie gesagt, ich renne eigentlich ganz gerne ohne Helm hoch rum. Auch wenn die komischen Helme natürlich irgendwie ein paar süße kleine Modifikationen irgendwie bereithalten. Reduziert die Verzögerung, bevor Schilde beginnen sich zu regenerieren, um 10%. Also ein Gedöns, aber wie gesagt, ich laufe ganz gerne ohne Schild rum. Oh, Material können wir anpassen, okay. Aha, dann sieht das Ganze ein bisschen fluffiger aus oder so. Es glänzt dann noch mehr, es ist so herrlich. Farbe können wir noch bestimmen, interessant. Das hat irgendwie was. So ein bisschen was. Ich fühle mich wie der Iron Man. Muster. Yay. Mehr Muster für den Hering. Musterfarbe. Ach so. Ups. Ich sehe wirklich aus wie ein Superman in einem Ding. Also, da kann mir doch keiner was erzählen. Okay, irgendwie schnucklig. So, haben wir noch ein anderes informelles Aussehen? Ne, wir hatten uns ja dazu entschieden, dass die anderen Dinge alle doof aussehen. Gut, alles klar. Ja, das ist die Panzerung, die wir also so... das ist unser Bett. Das könnte vielleicht irgendwann nochmal wichtig werden. wie das halt so ist. Und wir können hier... coole, groovige Musik abspielen lassen und voll abchillen. Yay. Es ist so cool, Captain eines Schiffes zu sein. So oder so ähnlich. Na gut, okay. Aber ich würde mal sagen, wir haben zwar fast noch nichts von dem Schiff gesehen, wir werden hier definitiv noch weitermachen und uns die Normandie noch weiter angucken, aber das nicht mehr am heutigen Tag, weil das dann vielleicht doch alles auf einmal ein ganz klein bisschen zu ermüdend wird und sich sowieso niemand den ganzen Schwachsinn anguckt. Deswegen unterbrechen wir das jetzt einfach mal und gucken uns den ganzen Schwachsinn beim nächsten Mal dann nochmal ausführlicher an, wenn wir dann den Rest des Schiffes unter die Lupe nehmen. Und dann können wir uns mal so langsam auf den Weg nach Omega machen, wo wir ja zum einen Zed, den Kopfgeldjäger, abholen können und zum anderen den Doktor. Darum ging's ja. So, für den Moment soll es dann aber erstmal wieder gewesen sein. Ich war der Haringway, das war Mass Effect 2. Ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.